Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Community Commentary WoW BFA Visionen. Wir sind mit Masken in Sturmwind unterwegs aus der Sicht von unserem guten Melvrit, seines Zeichens Furorkrieger, und dass die Kollegen ordentlich reinschmettern, da konnten wir uns schon öfter von überzeugen. Seht euch diese Crit-Zahlen an, Junge. Dazu noch der Splitter aus der Raid 8-2 Essenz einfach mit reingekracht in ihre Fressen, den Wirbel mit angeworfen und auf Wiedersehen. Der ist völlig egal, was da gecastet wird. Gabe der Titan ist auch angegangen, das ist das finale Talent im Talentbaum der Mutter, wo wir ja mit diesen verderbten Andenken, mit diesen Münzen, die wir hier sammeln, da können wir verschiedene Sachen freischalten und da muss er gar nicht unterbrechen, er wird einfach weggezimmert. Toben, Crit, Tempo, Bam, Desynchronisation ist ja auch noch einer der Viertelaffixe, das heißt, manchmal wirst du schneller, manchmal wirst du langsamer, wie das Leben so spielt. Er hat die Ecke natürlich freigeräumt, um auch zu sehen, welcher Trank diesen dort liegenden Kollegen umgebracht hat, und den sollte man natürlich nicht nehmen, denn der wird eure geistige Gesundheit dezimieren, heißt, alle anderen kann man trinken. Und wir sehen, seine aktive Essenz ist ebenfalls dieser Trade aus dem 8-2 Raid aus dem ewigen Palast, und da beschwört man diesen Azurit-Diener, der dann mit den Stacheln zusätzlich entsprechende Ziele bombardiert. Und das Tolle ist, wenn diese Stacheln eintreffen, das sehen wir auch an der Debuff-Leiste des Gegners, dann gibt es eben noch einen Debuff und der erhöht auch noch den erlittenen Schaden um kleinere Prozentsätze. Aber Kleinvieh macht auch Mist haben oder nicht haben, und wenn wir uns vorstellen, dass bei unserem Krieger jetzt noch ein bisschen Bonusschaden reinkracht, Freunde, dann ist aber ruckzuck Feierabend. Der gute Mann, er klickt, kann das sein? Er macht ja einfach Visionsrun als Furorkrieger und klickt auf ganz entspannter Basis. Leute, einwandfrei, das freut mich sehr zu sehen, die verschiedensten Spieler, verschiedensten Klassen, Interfaces und auch Spieltypen hier zu haben, denn das ist, finde ich, auch aus Konsumentensicht, aus Zuschauersicht eben eine ganz wichtige Sache, um zu sehen, ja, das kann man schaffen, ja. Das kann man schaffen. Nicht jeder ist Mr. X-Lololol Super Rogue Arena Gott oder so, ja. Und haut dann dreimal mit dem Kopf auf die Tastatur und aktiviert dabei 30 Trilliarden Makros und haut dann selbst einen um die Säulen rollenden Monk-Heiler aus dem Leben. Und das ist ja ganz, ganz wichtig, ne. So verschieden wie wir sind, so ist auch der Käse. Nee, das war das falsche Product Placement, aber so ist eben auch dann unsere WoW-Wahrnehmung. Ein bisschen anders und auch unser Spielstil. Ganz wichtig bei diesen Elixieren, und auch ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit meine beiden Solo-Masken-Runs fertig gemacht, sowohl von Sturmwind als auch von Orgrimmar. Hatte das gemacht mit meinem Unheilig-Todesritter, er hat ganz gutes Gear, der hat passende Essenzen, der hat Rage-Schmuck und so weiter am Start. Ja, der hat sich auch vorbereitet mit Tränken, mit Ruhen, mit Fläschchen und vor allem mit Buff-Food. Es gibt auch wirklich Buff-Food, liebe Leute, was ihr gerade mit 8-3 aus diesem ganzen verdorbenen Fleisch und so weiter fertig machen könnt oder fertigen könnt. Und das hilft euch in diesen Visionen. Das könnt ihr zum Beispiel nehmen vorneweg, dann wird eure, naja, Dauer von Betäubungseffekten und so weiter verringert. Oder ihr könnt das nehmen und seid dann 20% schneller in den Visionen unterwegs. Oder, ganz wichtig, es gibt das sogenannte Kebab. So alte Göttermäßig, ne? K-Apostroph-Barb, ja, Kebab halt. Und das könnt ihr alle 3 Minuten benutzen und das hat mir oft den Arsch gerettet, denn wir wissen, in so einer 5-Masken-Vision, da ist man ein bisschen länger unterwegs und da sind diese 3 Minuten Cooldown jetzt natürlich eine ordentliche Dauer, aber nicht unmöglich, das wirklich bis zum Maximum zu nutzen und das Beste eben rauszuholen. Er räumt jetzt hier schon mal den Weg frei zum Zwergendistrikt, macht sich ready für die Bomben, jawohl, er hat auch den Trank schon geschluckt mit dem Drachenodem einwandfrei. Und das stellt dann 100 geistige Gesundheit wieder her. Klingt vielleicht erstmal nicht viel und ihr müsst auch zum Essen sitzen bleiben, also je nach Viertel, je nach Affix, je nach Sachen, die beschworen werden oder so, gar nicht so einfach. Aber wenn wir mal dran denken, ja, wir haben jetzt hier ein Replay wieder, das ungefähr eine halbe Stunde geht, vielleicht sogar ein bisschen drüber. Das heißt, wir können dann, wenn wir 30 Minuten haben, das Ding 10-mal benutzen. Mathematik ist wieder am Start, liebe Leute. Und dann habt ihr effektiv eine ganze Kugel gespart, wenn es gut läuft. Ja, je nachdem, wie eure geistige Gesundheit generell verringert ist. Und alle 3 Minuten, gerade auch vor Bossen, ja, die dann natürlich mit den Mutterverbesserungen beim Kill auch wieder geistige Gesundheit wieder herstellen. Das hat mir so eine Entspannung gegeben, nochmal diese 100 Gesundheit wirklich in nahezu regelmäßigen Momenten wiederherstellen zu können, weil der größte Feind in diesen Visionen mit den Masken, das ist nicht die Zeit, das ist nicht das Chaos, das seid ihr selber, wie ihr euch Druck macht, ja, vielleicht in der Panik im Laufe der Zeit dann den falschen Trank trinkt, dann irgendwie nicht Drachenodem bekommt oder Bonus Lebensregeneration, sondern dann wirklich nochmal geistige Gesundheit abgezogen, dann wird was blöd dazugepult, ihr seid mal im Stun, sofortige Panik, ja, und da Ruhe reinzubringen, das ist meiner Meinung nach das mithöchste Gut, natürlich, wenn Gear-Schaden und Abläufe soweit laufen oder eben Wege klar sind und so weiter und so fort. Das muss natürlich sitzen. Und deswegen ist meine Empfehlung, dringend zu schauen, dass man eben diese
Buffoot-Sache sich mal genauestens ansieht, ja, dass man klar den Talentbaum ausgebaut hat und dann läuft das. Käfer, ich wollte gerade sagen, es wird langsam eng, da muss er springen. Und ich glaube, wenn ich mir hier diese Replay-Auflösung einmal ansehe, dann haben wir auch wieder ein etwas gestreckteres Bild. Das liegt meistens daran, wenn ihr mit schönen neuen Curved-Monitoren und so weiter aufnehmt. Da habe ich immer die Wahl, ob ich das Bild ein bisschen strecke oder schwarze Ränder quasi mitnehme. Und beides ist nicht wirklich das Gelbe vom Ei, ne? Und dann wird es meistens das Streckungselement, weil das ist, glaube ich, noch ein bisschen einfacher zu verarbeiten für unsere, naja, Vollbildfreunde als die schwarzen Ränder, ne? Fühlt man sich sonst irgendwie in der Zeit zurückkatapultiert oder so. Plötzlich wieder 2009, habe letztens gelesen, ne? WWE, hier WrestleMania und so weiter, auf einmal Edge und Randy Orton und MVP und so, dachte ich auch, von welches Jahr ist eigentlich? Grüße gehen raus an die SmackDown-Fans, Junge. Wahnsinn. Ja, es wird reichlich gewirbelt, das ist ja das Geile am Furorkrieger, ne? Wenn man sich nicht ganz sicher ist mit dem Positioning, wenn man gerade keine Wut aufgebaut hat, ja, und gerade nur aufs Movement bedacht ist, man kann wirbeln. Der Wirbelwind, der kostet nichts. Wenn du viele Mobs triffst, dann buffst du dich noch selber, dass deine nächsten Angriffe wie Toben, Blutdurst und Co. auch im AOE noch Schaden verursachen. Also das kann man immer machen. Das wird auch nicht unbedingt was mit einer Kurzschluss- oder Panikreaktion zu tun. Der wird einfach rigoros alles kaputt gehauen und somit hat er auch den Miniboss von diesem Viertel schon down. Die geistige Gesundheit sieht soweit auch ganz gut aus. Und ganz wichtig, liebe Leute, Tipp Nummer 1, ihr habt es am Anfang gesehen, wo er im Kathedralenviertel rechts von dem Briefkasten auch noch reingerannt ist. Da war offen, wie es zum Beispiel auch die Bank im Handelsdistrikt sein kann oder irgendein Häuschen hier auch links von ihm gerade im Zwergendistrikt. Da könnt ihr reingehen, kann aber auch Zeit kosten. Ne? Das sind Mini-Events, das sind Mini-Bosse oder so, die ihr platt machen müsst. Da gibt es aber auch immer Bonus-Buffs, wie 10% mehr Crit, 10% mehr Leben oder was auch immer, ja, vielleicht auch geringere Zahlen, aber so in dem Dreh. Und das kann einem natürlich helfen, ja, hier ist man froh über jede Bonuszahl, die man irgendwie mitnehmen kann. Ist nur fraglich und das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er die Zeit dafür natürlich hat, ja, weil die Zeit, sie tickt, die Gesundheit tickt ebenfalls nach unten und da muss man das immer mit sich selbst ein bisschen vereinbaren, ob das so oder ebenso ähnlich für einen selber funktioniert. Tipp Nummer 2, guckt euch unbedingt die Tränke an, guckt euch an, welchen ihr vermeiden müsst und den Rest kippt euch rein. Immer und immer wieder, möglichst auch dieselbe Farbe hintereinander. Macht das von mir aus, wenn das Viertel schon clear geräumt ist. Merkt euch beim Clearräumen die Position, denn ihr seht gerade, was passiert, wenn die Tränke ablaufen. Ja, und die haben ja nur, wenn ihr die einmal trinkt, eine Laufzeit von, lass mich lügen, 3, 4, 5 Minuten. Ja. Und wenn ihr die mehrfach kippt, sagen wir jetzt der Grüne zum Beispiel. Der Grüne gibt euch das Drachenodem, was ihr immer wieder nach vorne gebrest hat, was wirklich eine super Ergänzung ist, ja. Was auch schief gehen kann, weil ihr dann beim Vorbeireiten irgendeinen eigentlich normal freundlichen oder neutralen NPC dazu pullen könnt und dann 3 Stunden irgendwo auf Übergängen fightet. Aber das ist natürlich der Chaosfall. Dann habt ihr diese 5 Minuten den Buff, das ist super, läuft der ab, gibt's einen Negativeffekt, ja, ihr kotzt dann oder so oder wie eben, ihr reitet dann mit eurer brennenden Lunge durch die Gegend und seid unkontrollierbar, da hat er jetzt super Glück gehabt, ja, oder das ist natürlich mega getimed, dass da keiner mehr in der Nähe war, den er dazu pullen konnte, deswegen die stacken, zeitlich, wenn ihr dieselben trinkt, ja, deswegen schaut am besten, wenn ihr einen habt, ihr seht noch einen, trinkt die, dann habt ihr nicht nur 5 Minuten, dann habt ihr von mir aus 20 oder 17 oder was auch immer, ja, und dann könnt ihr das natürlich erhöhen und dann hält so, oh, mutig mit dem Apfel, dann hält so ein Trank auch mal wirklich eine ganze Weile länger und dann müsst ihr euch über die negativen Effekte nicht so den Kopf machen. Deswegen immer Tränke kippen, 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 dicht an dicht, auch in der Gruppe. Am besten erstmal einen Kollegen alles nehmen lassen, ja, und dann den nächsten. Und dann kann man damit wunderbar wirklich dauerhafte Buffs generieren, die eben super hilfreich sind, ja. Sei es die Lebensregeneration, sei es eben dieser Atem nach vorne. Aber man muss immer gucken, wie das mit den negativen Effekten dann natürlich auch aussieht. Und wenn man dann ganz viele nacheinander kippt und es sind nicht dieselben, dann kann es natürlich auch sein, dass diese negativen Effekte beim ähnlich zeitlichen Auslauf sich übereinander stapeln. Und dann wird es richtig unangenehm. Richtig unangenehm. Was mir auch letztens erst bewusst geworden ist, und das haben wir eben beim Endboss des Zwergendistriktes gesehen, diese Bomben kann man rumkicken. Na, da haben wir uns letztens auch an die eigene Nase gefasst, dachten, Mann, was sind wir eigentlich blöd, wie wir als Melees bei Aleria immer gekotzt haben, ne, mit den Bomben, die dann natürlich auch immer bei ihr explodieren. Dann guck erstmal, wie du da rankommst. Ja, es dauert ja auch ein bisschen mit ihren Cars, bis du die irgendwie out of sight gezogen hast oder was auch immer. Und ganz, ganz ekelhafte Geschichte war das eben. Oh, jetzt muss er gucken, wie er sich hier positioniert. Ach, den hat er noch in die Fresse bekommen trotzdem. Schade. Schade, schade, ganz gefährliche Geschichte. Und die kann man einfach rumkicken. Ne? Das ist super, super geil. Und dann ist natürlich nicht nur der Schaden, der geistige Verlust entsprechend verringert bzw. annulliert, sondern die Flächen liegen auch woanders. Und da diese Bomben auch im Endbosskampf kommen gegen Aleria, ist das ein sehr vitaler Tipp, den uns der NPC in diesem Viertel, der mit uns da rumrennt und die Sprengung vorbereitet, übrigens auch zeigt. Aber wer dreht sich denn schon um? Na, da hätten wir uns umdrehen müssen, wenn der Boss spawnt. Wer macht denn sowas? So, hier wieder 100 geistige Gesundheit. Alle Tränke kippen. Ja, da einen blauen an der Laterne mal eben liegen lassen. Lieber jetzt hier nochmal nach vorne preschen und alles kaputt hauen.
Ekelhafte Affix-Kombination hier ebenfalls mit der gespaltenen Persönlichkeit. Da sollte man immer schauen, dass man sich nicht hier irgendwo am Rand positioniert, dass man immer, wenn diese Persönlichkeiten spawnen, eine Möglichkeit hat, diesen Ring zu verlassen. Wir wissen, der andere Affix mit den verfolgenden Schatten, der kann natürlich auch super ekelhaft werden. Oder die Fähigkeiten der Mobs machen euch dann da in dieser umringten Situation den Gar aus. Aber was da eben alles übereinander stapeln kann, was euch hier desorientieren, vieren kann, in eure eigenen Pfützen treibt. Ja, wenn jetzt Gabe der Titan nicht angewiesen wäre, hätte er durch das Rumlaufen in seinen eigenen Pfützen auch wieder geistige Gesundheit einbüßen müssen. Also schön ist das tatsächlich nicht. Es ist super ekelhaft. Ich habe ja auch gerade in diesem Viertel, gerade mit den Affix-Kombinationen, gerade auch wenn irgendwas ist mit Blei oder dem Fuß oder so, da kotzen alle. Ja, Freunde, ganz wichtig, wie gesagt, nicht verrückt machen. Alle kotzen in diesen Situationen. Klar, gibt es wieder einige Superhelden, die sagen, Bruder Roffe, ich problemlos alleine durch, keine Ahnung, was ihr habt. Die gibt es ja nun immer und überall. Egal ob im Gaming, egal ob im Sport, egal ob im Finanzwesen, was weiß ich denn nicht. Bestimmt gibt es auch solche Banker mit Sicherheit. Aber man darf sich einfach nicht verrückt machen. Ganz in Ruhe spielen, wissen, welche Affixe sind. Nicht vergessen, ihr wisst, das sage ich auch immer in M Plus und Co. Ja, ganz, ganz vorsichtig sage ich dann, dass wir die Situation hoffentlich alle kennen, dass man dann so sauber irgendwie gerade den Trash spielt oder so, dass man vergisst, dass gerade Platzen vulkanisch oder nekrotisch oder was auch immer ist. Ne? Dann taumelt man so tranceartig irgendwie von Mob zu Mob und dann fällt einem wieder auf, oh, wait, wir müssen wach bleiben, ist irgendwie plus 15, ne? Affixe, Vorsicht, Panik. Und das ist natürlich gefährlich. Ja? Also zu einlullend, zu einschlummernd und zu lässig sollte man natürlich auch nicht rangehen, aber man sollte natürlich auf der anderen Seite der Medaille sich auch nicht zu sehr verrückt machen. Junge, dieser Schaden als Rockliga, oder? Es ist ja Wahnsinn, Junge. Dazu die Azurit-Essenzen, Gabe der Titan, was hier nicht alles angeht, den Mob immer schön kiten, jawohl, der macht zusätzliche Void-Flächen. Da ebenfalls gucken, dass man vielleicht einen kleinen Death-CD ready hat, das gibt einfach mies in die Fresse und der muss einfach auch sehr schnell fallen, gibt dann aber mit den Verbesserungen auch wieder 200 geistige Gesundheit. Das heißt, selbst wenn man ein bisschen was einbüßt, oh, apropos einbüßen bei diesen das war jetzt aber Millisekunde sein Onkel, Leute, ja, das gehört dazu. Schön in Ruhe durchatmen, weiterspielen, raussteppen, einwandfrei. Und das ist natürlich das Gute, wenn man bei diesen Mobs auch ein bisschen verkackt, bei den Bossen, auch bei Char. Bei Char habe ich so viel gefressen, auch im Malaria-Fight, da habe ich vorher noch eine Kugel gestellt, hatte aufgrund eines guten Weges, eines guten Runs und meinem Kebab-Buff-Food am Ende wirklich nur eine Kugel stellen müssen, ansonsten hat das super funktioniert in diesem Run. Ja, da habe ich mich sehr gefreut, dass ich meine ersten drei sage ich schon, so viel haben wir gar nicht, ersten beiden 5-Masken-Runs durchmache und jeweils nur eine Kugel vom Endboss stellen musste. Ne? Und der Rest, der hat sich wirklich super spielen lassen, deswegen kann ich euch dieses Buff-Food nur ans Herz legen. Ja, ich bin ja auch kein elitärer Superspieler oder so. Das soll jetzt gar nicht rumprallen sein. Ich möchte euch wirklich nur dieses Buff-Food ans Herz legen, wenn ihr da Probleme habt. Ja, weil 100 geistige Gesundheit. Und jeder weiß, wie lange er hier von Viertel, von Boss zu Boss braucht. Ne? Und da immer wieder so einen kleinen Schub, dann die Bosse selber bringen, so einen Bonus. Oh, Gabe der Titan, kann er das noch mitnehmen? Kann er noch mitnehmen? Jawohl, da kann er jetzt natürlich nochmal gut reinzimmern hier. Muss ich jetzt auch erstmal positionieren mit den Augen, mit den Affixen, wissen wir. Die Augen, da kann man out of sight drin. Man kann sich aber auch einfach mit dem Rücken zu den Augen drehen. Dann kriegen die einen auch nicht. Kann, je nachdem, welche Klasse man spielt, wie lange der Fight dauert und so weiter und so fort, kann das natürlich auch sehr, sehr ekelhaft werden. Und das Gute ist, selbst wenn wir verkacken, sollte der Talentbaum der Mutter ja so weit geskillt sein, dass wir auch nochmal ein Notfallkit haben, sprich, dass die titanischen Energien uns nochmal retten können. Jetzt kommt Char mit seinem Schattenschritt, jawohl, in die Abbilder mit rein, um Gottes Willen, da war auch das vom Schatten verfolgt noch mit dabei, wenn dieser Kreis sich füllt, ähnlich wie beim Beben und ihr seid mittendrin, dann gibt es den negativen Effekt in die Fresse. Er römmelt hier gut Schaden, er hat am Anfang gleich die Hard-CDs gezogen, aber die Gesundheit, sie nimmt ab, die Augen werden nicht weniger. Char spielt natürlich auch auf Zeit jetzt hier mit seinem Schattenschritt, da muss man aus den Voids raus, alles ist lila, super ekelhaft zu sehen, auch durch die ganzen anderen lilanen Effekte und er nimmt jetzt hier die Hits in den Rücken wahr, um eben Char so langsam aber sicher vor sich zu positionieren, um irgendwie diese sich bewegenden und vermehrenden Augen so ein bisschen zu outplayen und auch das hat er hier geschafft. Wunderbar, und wir haben gesehen, da lief nicht alles glatt, trotzdem weitermachen, Ruhe bewahren, wegzimmern, ja, und das funktioniert nach wie vor sehr, sehr gut. Wo läuft er jetzt denn eigentlich? Ich glaube, hier habe ich noch nie jemanden langlaufen sehen. Ah, da hat er noch einen Trank gefunden. Ja, ich habe einen Schatz gefunden und er trägt deinen Namen oder wie war das bei Silbermond, Juli, Rosenstolz, irgend sowas. Ne? Einer von denen sind ja sowieso dieselben Sängerinnen mit anderen Frisuren, das wissen wir auch sehr genau. Es geht jetzt Richtung Handelsdistrikt, ein Viertel, was mir immer wieder ein bisschen schwer im Magen liegt, muss ich sagen, denn da verliert man gerade am Anfang, ja, wenn man gerade mit Twinks, die einen unausgebauten Umhang besitzen, da reingeht, man verliert unglaublich viel Zeit. Ja, es dauert sehr lange, grabende Tentakel sind mega ekelhaft, wie auch Schau. Oh, er haut sich jetzt hier gerade aus so einen Kebab rein, seht, da habe ich gar nicht gesehen, ob er das schon gemacht hat.
Und ihr seht das, selbst wenn man da so einen Auslöser-Affix wie Blutrünstig dabei hat, ne, solange euch nichts verfolgt, nichts angreift, gerade im Magierviertel muss man aufpassen. Am besten fresst ihr das, bevor ihr in ein anderes Viertel geht, ja, um sicherzustellen, dass euch da keine Patrouille irgendwie entgegenkommt oder irgendein räudiges Abbild euch verfolgt oder was auch immer. Und zack, wieder 100 mit drauf. Auch da spart man eben auf lange Sicht die ein oder andere Kugel. Super Sache. Ja, und mit diesen grabenden Tentakeln muss man eben aufpassen, möglichst auch als Caster in deren Nähe stehen, ja, weil wenn die euch hitten können, wenn die an euch rankommen, dann graben die sich nicht ein, dann verliert man da keine Zeit, kann immer weiter auf die durchzimmern, ne, sobald man sich von denen entfernt, jetzt sehen wir es hier, zack, graben die sich ein, dann muss man da wieder ausweichen, wenn man viele Mobs hat, super ekelhaft, nebenbei noch hüpfen, nebenbei gucken, dass die Abbilder nicht rankommen, dann ganz nebenbei auch nicht vergessen, dass ihr vielleicht generell mit verschiedenen Verderbnisgraden spielt und sowieso von Abbildern und Augen verfolgt werdet, also es kann ja hier auch immer ekelhaft werden. Ich bin mir gar nicht sicher, wie viel Melvert hier dabei hat. Auch da muss man überlegen, ja, nehme ich da zusätzlich Verderbnis mit, kriege ich das hin oder stelle ich mir da selber ein Bein, nehme lieber Items mit weniger Verderbnis mit, ziehe das dafür sauber durch, habe auch so genug Schaden, so genug gute Essenzen und so weiter dabei. Wobei so ein gut gelaunter Zwielicht-Laser natürlich, ja, eine wiederheilende Lehre auch eine leckere Geschichte ist. Die peinigende Qual kann man, glaube ich, kicken. Das Problem ist nur, der macht das so oft, dass es früher oder später garantiert zum Durchkanalisieren kommt. Deswegen stellt euch drauf ein, auch in diesem Fight, wenn ihr den nicht recht schnell aus dem Leben böllert, einiges an geistiger Gesundheit zu verlieren, hat er aber sauber hinbekommen. Legt hier jetzt nochmal ein paar schöne Pfützen hin, dodgt da die restlichen Abbilder und fertig ist die Laube. Der Arzt Riechtwächter, den sollte man halt auch nicht unterschätzen, ist seine aktive Essenz, ja. Der römmelt wirklich sehr gut rein und erhöht eben auch den entsprechenden Schaden. Und wenn wir eben den Gedanken von der verlorenen Zeit nochmal aufgreifen wollen, ganz abgesehen von den ekelhaften Caster-Mobs und Tentakeln an sich, dann müssen wir am Ende ja nochmal hier hin und hin und her reiten und diese ganzen Gefangenen befreien, ne, in allen Ecken und Kanten dieses Abteils der Stadt. Und das geht mir mega auf den Sack, ne? Und gerade wenn du dann als Finke am Anfang drin bist und vielleicht noch nicht irgendwie GS460 aufwärts geknackt hast, dann kostet das so, so viel Zeit. Wollte gestern auf ganz entspannt mit meinem Mönch tanken, weil er auch natürlich deine M-Plus-Runs mittlerweile macht, ne? Unsere Twinkies kann man ja in den Mad-Moments unter anderem bewundern. Und da wollte ich ganz entspannt den Umhang mal upgraden, so Stufe 7, Stufe 8, Stufe 9 und so weiter und so fort. Erst durch wunderbar leckende Teil der ewigen Blüten-Dailies gequält, ne? Und dann festgestellt, holla, ist gar nicht so einfach mit der Zeit, ne? Dann geschafft zum Glück, ja, aber das war nicht natürlich, das war nicht selbstverständlich tatsächlich, da musste ich schon nicht schwitzen, aber ich durfte mir jetzt auch keine Zeit lassen, ich durfte mich nicht groß feiern lassen. Freunde, dieser Boss natürlich mit den Ketten, oh, da muss er auch aufpassen, das spawnt nämlich das nächste Abbild, ist super ätzend, ja. Super ätzend, der macht die Ketten immer dann, wenn ihr ihn gerade mit wunderbaren Crits und Hard-CDs hättet richten können und dann könnt ihr je nach Klasse auch nicht viel tun, toll, als Todesritter, wenn hier ein paar Ghule noch spawnen, den angreifen, als Hexer, als Hunter, die Pets und so weiter, als Krieger vielleicht eine gut gelaunte Blutung, ja, aber umso länger das dauert, umso nerviger wird das mit den Ketten und natürlich ist auch das die Fähigkeit, die Aleria bekommt und ihr solltet euch auf keinen Fall ranziehen lassen und selbst wenn ihr diesen Ketteneffekt irgendwie negieren könnt, zum Beispiel als Todesritter mit der antimagischen Hülle oder so, wenn ihr die richtig getimed zieht, dann solltet ihr ihn trotzdem nicht berühren, denn der macht ja so einen ganz kleinen Kreis um sich rum, so wie Zotti eigentlich, wie Zotti im Endbosskampf in Nyalotha, nur in klein, ein Babykreis. Wenn ihr den berührt, dann gibt es auch wieder Dollar aufs Maul, nicht nur lebens-, sondern auch geistige, gesundheitstechnisch. Also diese Phase muss man einfach irgendwie überbrücken, das kann man nicht anders machen, zumindest momentan nicht. Wer weiß, wie das irgendwie Ende des Jahres aussieht, ne? Also hoffentlich kommt das Shadowlands schon, aber wer weiß, wie das da dann aussieht, wenn man den Umhang komplett auf Maximum hat, ja, dann kann man hier vermutlich in allem stehen bleiben. So, dann muss man da aufpassen, dass die Fähigkeiten eigentlich wegritten, denn wir wissen gerade bei den Maskenruns und gerade wenn man mit einer Gruppe reingeht, haben auch einige von euch ihre Erfahrungen geschrieben, da ist der Schaden natürlich nochmal anders, ja, als wir unseren allerersten Gruppen 5 Maskenrun hatten in Stormwind, da hatten wir es tatsächlich auch so, dass ich einfach ins Magierviertel reingerannt bin und da haben wir ja diese Zysten, ne? Und die haben mich gewone-hitted. Ich bin da rein als unheilig, dachte, wow, ich krieg Schaden, konnte nicht mal mehr Antimagische ziehen und da habe ich ja immer einen sehr nervösen Finger dran, ihr wisst, wie sehr ich diese Fähigkeit liebe. Und am Arsch, bin da rein, diese Zysten machen tickenden Schaden, wenn du drin stehst und fertig, weil die auf 5 Leute skaliert waren, ne? Und dann mussten die immer unsere Ranges machen. Also je nachdem muss man ja auch Erfahrungen sammeln, egal ob man alleine reingeht oder als Gruppe oder wie auch immer. Und wir sehen, der Gute spielt Krieger durchaus mit Leib und Seele, ne? Man sieht das immer unten schon, wenn sich der Mauszeiger langsam dem Toben annähert, das aber noch gar nicht ready ist, aber dann eine Sekunde später ready wird. Ja, das spürt man einfach und das ist toll, wenn man das als Main-Klasse spielt. Klar gibt es da sicherlich wieder eine wehleidige Diskussion mit Klicken und Keep Binds und Co., aber wenn man das halt beherrscht, was man macht, und das andere nicht, dann kann es ja auch für einen selber gar nicht besser sein. Ja, und wenn man intuitiv hier so schön von Fähigkeit zu Fähigkeit fliegt und das eben bevor die ready ist,
dann verliert man da auch keine Zeit mehr. Das höhere Mathematik, da wären wir wieder. Oh, jetzt hier richtig synchronisiert, Junge. Da hoppelt der Gaul aber davon und hier sehen wir dieses Zystengewebe, bei dem man wirklich aufpassen muss. Klar, im Solo-Run ist das nicht so hart. Skaliert, gibt auch gut in die Fresse, aber nicht so viel, wie wenn es für 5 Spieler skaliert ist. Da ist es dann natürlich nochmal der 5-fache Schaden, wenn man es denn so sagen möchte. Oder 4-mal mehr nochmal in die Fresse für jedes zusätzliche Gruppenmitglied. So, Magierviertel. Er hat vorher sein Buffut, sein leckeres Kebab genascht. Das ist richtig so, denn auch hier flitzen viele Fleischbestien rum. Auch hier haben wir wieder vom Schatten verfolgt und so weiter. Das ist sehr risikoreich. Das kann man gerade vor Umbrick nochmal abpassen. Sollte sich aber überlegen, gerade wenn man die ersten Runs hier macht, ob es das einen wert ist, ob man da nicht lieber eine Kugel stellt. Ja, aber ansonsten vorm Viertel eben hier das Kebab fressen, dann reingehen und dann vor Umbrick am besten nochmal überlegen. Oder wenn man hier jetzt verkackt, auch der erste Mob mit dem Portal, wenn man hier jetzt weitergeht mit seinem Feuerregen und seinem Ad beschwören, kann sehr auf den Sack gehen. Und da muss jeder für sich selber wissen, wie er hier die Kugeln benutzt. Gibt er jetzt keinen Bonuserfolg oder so, wenn man besonders wenige davon benutzt oder besonders viele über hat, zumindest meines Wissens nach nicht. Und was wir auch gesehen haben, bevor er den Handelsdistrikt eben verlassen hat, hat er gekotzt, obwohl er nach 2 Minuten von dem Buff eigentlich hatte, den er über die Tränke erhalten hat. Das bedeutet zum einen, er hat leider keine anderen Fiolen getrunken, die den nochmal zeitlich erweitert hätten. Zum anderen kann man die natürlich auch manuell deaktivieren. Also wenn ihr in einer sicheren Situation seid und wollt gleich was fressen oder nehmt euch gerade einen Moment Zeit oder was auch immer, und ihr habt nur noch eine sehr geringe Laufzeit von diesen Buffs. Das heißt, im nächsten Fight werden die höchstwahrscheinlich auslaufen und ihr kriegt dann den negativen Effekt, wie das Kotzen oder Rumrennen oder was auch immer, beschert. Dann deaktiviert die manuell an einer sicheren Position und dann kotzt ihr euch eben da aus oder rennt kurz im Kreis und dann geht's weiter. Ja, also auch das ist durchaus möglich. Muss man eben nur richtig abpassen. Deswegen meinte ich, schön mit der Ruhe immer überlegen, bevor es richtig losgeht mit dem Engage. Ja, immer nochmal gucken, habe ich alles? Was kann ich machen? Was kann ich verbessern? Und dann schafft man das ja auch deutlich besser durch. Zumindest meine Erfahrung. Ja, das ist wohl wahr. Er ist jetzt hier links reingegangen. Eigentlich dachte ich, er geht erst nach oben. Das war jetzt natürlich nicht der erste Portal-Mob. Seiner schon, aber nicht der, den ich meinte. Ich meinte diesen Kollegen da vorne, Mister von der schwarzen Klaue. Und der kann auch super unangenehm werden. Ich wollte sagen, geh mal lieber noch einen Schritt zurück, mein Lieber. Das war nämlich gefährlich nah an den Abbildern. Und hier willst du in diesem Fight definitiv nicht desorientiert werden. Wir sehen, da kommt der Feuerregen runter. Da werden die Portale geöffnet. Da kommen zwar nur kleinere Leerwandler raus, aber auch die werden mit der Zeit nicht weniger. Und auch die nerven natürlich ordentlich rum. Jetzt noch einen leeren Effekt da drunter, Junge. Oh, das explodiert ordentlich. Gabe der Titan ist aber an. Ach du Scheiße. Da kann er sich jetzt einiges leisten. Egal ob 4, egal ob desorientiert, egal ob sonst was. Zack, zerab, auch der Azeritwächter zimmert da gut rein, haben wir gesehen, wunderbar, auch als Krieger so eine kleine Pet-Mechanik dabei zu haben, weil du kannst natürlich mit Berserkerwut überall rauskommen, du hast Helmnafter Sprung, du hast seinen Ansturm als Gap-Closer, wenn du dich doch mal, oh, ein bisschen distanzieren musst, jetzt ohne Gabe der Titan, guckt euch an, wie viel Gesundheit man hier verliert, Junge, jetzt noch der 4, dann das Gram der Tentakel von unten, das kann je nach Gier, je nach Klasse auch wirklich schon ordentliche Schadenszahlen anrichten, nicht nur bei der geistigen Gesundheit. Ganz, ganz böse Geschichte, wenn ihr da nicht richtig rauskommt, ne, holla, dann gibt es böse, böse aufs Maul. Wir haben eben oben rechts, wer wachsame Augen hatte, auch so einen Kristall gesehen, die sind in den Vierteln an verschiedenen Positionen versteckt, die können wir sammeln, die kann man sammeln, wenn man das möchte, muss man nur überlegen, ob das in so einem Run wirklich entsprechenden Wert hat. Gerade in den ersten Wochen, gerade in den ersten persönlichen Run-Versuchen, aber die kann man abgeben bei den Astralen, auch die sind in den Anfangsvierteln entsprechend versteckt. Und wenn man die da abgibt, dann kriegt man, je nachdem, wie viele Kristalle man abgegeben hat, auch ein paar Bonus. Wie heißen die hier? Verfluchte Andenken. Also diese Münzen, mit denen wir bei Furorion einiges kaufen können und auch bei Mutter einiges verbessern können. Also gerade in den Farmruns, wer vielleicht dabei ist, immer noch den Talentbaum auszubauen oder wer dann keinen Bock hat auf 5 Masken und immer so wieder reingeht zum Verbessern des Umhangs oder wie auch immer, der sollte sich auf jeden Fall diese Kristalle einmal näher ansehen, denn die abzugeben kann sich eben wirklich lohnen und die Andenken, ich will mal Anzeichen sagen, die Andenken wirklich auch ganz gut pushen, wenn man denn so gut wie alle auch einsammelt. Boah, und diese Mobs, ne, die Fleischbestie hier im Magierviertel oder auch die im Tal mit Gayara in Orgrimmar, ne, wo man die Magar entsprechend rächen muss. Junge, die sind auch ganz, ganz schlimm. Und wenn hier die entsprechenden Affixe vom Viertel jetzt angehen, ne, wo ihr gefiert werdet oder wo die gespaltene Persönlichkeit euch einengt, Junge, was er hier alleine schon frisst, obwohl er noch ein bisschen moven kann, wie lange das Vieh auch lebt. Also das ist ein ganz, ganz ekelhaftes Mistvieh. Nicht umsonst hat er da gerade auch die Kugel aktiviert. Boah, und wenn ihr hier desorientiert seid, Junge, nur den Press jetzt nicht noch abbekommen. Ja, Wollo, als Furorkrieger
Ticker habt ihr natürlich auch super Dev-CDs dabei. Sehen wir, hat er unten schon gezogen. Da hat Blutdurst deutlich verstärkt, hat eine verringerte Abklingzeit und heilt deutlich mehr. Und jetzt muss er hier auch nicht reinzimmern. Jetzt hat er keine Wahl. Jawollo. Und da hat er die 200 geistige Gesundheit nochmal mitgenommen. Da wurde er ordentlich reingeschissen. Das müssen wir so sagen. Aber selbst mit ordentlich reinschissen, wir haben es gesehen, ja, dann kann man das schaffen. Rein scheißen. Junge, da ist direkt meine ganze Grammatik, ne? Die ist auch mit Flöten gegangen. Neuer Affix hier in diesem Viertel. Ich kann gar nicht mehr reden. Ja, willkommen in der Zukunft, Freunde. Großartig, auch Pollenallergie wieder, ja. Einige haben sich schon gewundert in verschiedenen Replays, in verschiedenen Commentaries und Let's Plays allgemein. Was mit meiner Stimme schon wieder los ist, Freunde, Pollen, es geht los, es ist warm. Die Sonne lacht, die ersten Frühblüher sind da und das bedeutet für mich Armageddon. Und Krieg, wunderbar, generell in der Zeit, die wir momentan durchleben müssen. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund, liebe Leute, passt auf euch auf. Und dann noch Pollenallergie, ne? Das war richtig Laune, Junge, allergisches Asthma. Jawollo! Das ist mein eigener Affix, weißt du? Ich brauche gar keine verstörende Vision. Oder in meiner verstörenden Vision würden einfach überall Blümchen wachsen, ne? Das wär's dann schon. So einfach hätte der Zotti das mit mir. Crazy. Ja, ganz wichtig ist natürlich, und da gibt es auch entsprechende Weak Auren, ja, wenn ihr mit sowas spielt, die können euch anzeigen, wann Gabe der Titan wieder aktiv wird und so weiter und so fort. Da kann man sich auch interface-mäßig natürlich kleine Hilfsstellungen basteln, ja, weil Gabe der Titan ist einfach unglaublich wichtig. Also wenn das manchmal angeht, euer Schaden geht nach oben, ihr seid immun gegen geistigen Verfall und das ist halt wirklich ganz, ganz großartig und das sollte man auch wirklich nicht vergessen. Also sehr, sehr viele vitale Sachen. Ich habe nochmal einige angesprochen, ja, die man hier wirklich mitnehmen kann, weil natürlich nach wie vor Leute Probleme bei den Visionen haben. Es ist kein Mage Tower, aber es ist auch nicht selbstverständlich, hier so durchzuroffeln. Nicht jeder hat das Gear, die Ausdauer, den Rechner, das Movement oder was auch immer. Und das ist ja auch nicht schlimm. Ja, jetzt tickt hier die Gesundheit nochmal runter. Er sollte jetzt einen nervösen Finger an der Kugel. Ja, oh, 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 also das wird jetzt aber immer. Weil er macht doch sowas nicht mit mir. Mavid, mach doch sowas nicht mit mir. Um Gottes Willen, da rennt er nochmal voll in die Abbilder rein. Stellt euch vor, er hätte jetzt verschissen. Stellt euch vor, das wäre es jetzt gewesen. So schnell kann es gehen. Wir haben es gesehen. Ja, auch den Superkriegern hier mit Mega-Damage und Co., die hier mit Klickerei und so weiter und so fort trotzdem eskalativ nach vorne brettern. Passiert das? Ja, alle keine Maschinen. Grüße an die CDU. Wir sind auch keine Bots, ne? Das kann immer mal wieder passieren. Da musst du nur einmal nicht hingucken. Deswegen immer Konzentration. Ganz in Ruhe, kühler Kopf, oh nein, und der jumpt durch das Desorientierungsfeld. Hat jetzt trotzdem ein bisschen Zeit gut gemacht, wenn man an ihn rankommt, möglichst ohne irgendwie das Zeug mitzunehmen, was er da castet, dann ist das eine wunderbare Geschichte. Den Kick hier am besten aufheben, wenn er seine Verwandlung castet, als Krieger konnte er das jetzt hier negieren, indem er in der Zeit wirbelt, das war ja auch immun gegen solche einschränkenden Effekte. Ansonsten ganz wichtig, den Schieb von ihm kicken. Ja, ist zwar ganz schön, auch die Fähigkeit zu kicken, die euch kanalisierenderweise wie beim ersten Mini-Viertelboss im Handelsdistrikt die geistige Gesundheit plättet, ja. Aber wenn ihr ein Schaf seid, dann ist das alles noch beschissener, ne? Dann kommt der Cast nämlich nochmal. Der kommt dann so oder so durch. Oh, er frisst hier gerade sehr, sehr viel, um seinen Schaden durchzimmern zu können. Und je nachdem wird das natürlich auch etwas böser aussehen. Der Kill wird ihn aber retten, so oder so. Der gibt ja wieder 200 geistige Gesundheit und er wird sie nie nochmal wegporten. Ja, und klar, es ist da sehr schön, den kanalisierenden Cast zu unterbrechen, der euch eben auslaugt, was die geistige Gesundheit angeht. Aber, und das dürfen wir nicht vergessen, wenn der euch schiebt, und dieser Schiebeffekt kommt durch, dann seid ihr halt ein Schaf. Und dann kommt der Cast sowieso nochmal. Ne? Und dann lauft ihr auch noch in eurer eigenen Sotsche rum und so weiter. Deswegen, der Schieb ist ja in meinen Augen deutlich wichtiger. Hat er ja auch ganz gut negiert über andere Fähigkeiten. Geht's hier nochmal rein? Er wird doch wohl eine Kugel stellen. Ah ja, er will nur nochmal rangehen. Auch das, Freunde, kann sehr mutig sein, wenn er jetzt nämlich Infight kommt, weil er euch ein bisschen verschätzt hat mit dem eigenen Movement Speed und so. Dann kann das sehr knapp werden. Er nimmt hier jetzt natürlich die Kugel nochmal mit. Das ist natürlich das Optimum. Natürlich, man kennt es. Freunde, bin ganz aufgeregt hier, wenn ich mir diesen Fight vorstelle. Und kann sich da jetzt natürlich einige Fehler erlauben, insofern er sie überlebt. Jawohl, selbst im Wirbel kann er hier die Fässchen wegkicken. Wunderbar, kein Almette für Aleria und wir sehen auch die Augen, ne, wenn man die frisst, Junge, was die auch schon wieder abziehen. Holy shit, die leeren Eruptionen, das leeren Sperrfeuer, der verdunkelte Himmel. Sehr, sehr ekelhaft. Guckt euch an, was sie aushält. Ne, hat er in der Kugel, ohne irgendwas beachten zu müssen, gerade wunderbar alles weggezimmert, ja. Und was passiert? Aleria denkt sich, nope, so schon mal gar nicht. Ja, ich bin hier auch reingegangen, hab nochmal einen Pott reingezimmert, hatte Trommeln dabei, ein bisschen Kampfrausch, dies, das und auch mit dem Wegkicken der Fässchen, jawohl, kann man sich hier ein bisschen längeres Zeitfenster erkaufen, was den Burst auf Aleria angeht und der sollte natürlich möglichst kontinuierlich laufen. Schon wieder die leeren Eruptionen. Die Ketten hatten wir noch gar nicht. Kann das sein? Die haut sie jetzt bestimmt einfach, weil sie böse ist, direkt danach raus. Nee, erstmal eine Verwandlung. Oh, die kriegt er nicht mehr gekickt. Ja, und zack, guckt euch an, was da jetzt alles Negatives passiert. Sie haut euch was kaputt hier. Nicht nur die Gesundheit, sondern auch das Leben, das
Auge zimmert rein, eure eigenen Pfützen, die ihr hinkackt, diverse andere und weitere Fähigkeiten. Aber wir sehen, obwohl er hier gut frisst, obwohl das Auge so ein bisschen durchgekommen ist, hat er immer noch über die Hälfte seiner geistigen Gesundheit. Deswegen ganz wichtig für Aleria, auf jeden Fall nochmal voll machen, dass man hier auch diese Sicherheit hat, nicht zu nervös wird, auch wenn der Fight ein bisschen länger dauert. Auch hier nochmal die Zeit nutzen, jawohl. So ein paar Hits, so ein paar Procs und da sind wir wieder, wenn ihr irgendwelche Blutungen draufhauen könnt, wenn Azurit-Essenzen triggern können, Verderbnis-Trades und so, ja. Das kann ja über jeden kleinen Futzelschaden passieren. Wichtig auch dran sein, ready sein, um zu kicken, wenn das Schiebmomentum durchkommen soll, wenn die Verwandlung gecastet wird. Ganz wichtige Geschichte. Blutrünstig ist ja auch noch aktiv, ne. Je nach Affixen gucken, ob ihr das Machtversprechen mitnehmen könnt, wo ihr euch positionieren müsst in dieser Void für Bonusschaden oder euch mit Blutrünstig ein bisschen Gegenheil Zusatzschaden verursacht. Ja, natürlich kann man hier je nach Kampfdauer auch so low droppen, dass die Bonus-Ads über die entsprechende Maske beschworen werden. Oh, und zum Glück, da ist sie, die Gabe der Titanen, und jetzt kann er durchzimmern. Das ist genau das, was er jetzt hier auf die letzten Meter nochmal brauchte, bisschen Execute-Phase, das schmeckt, egal ob Furorkrieger, egal ob Waffenkrieger, die Bomben, kommt er daran? Nein, da kommt er, das ist auch ein Problem, das war auch mein Problem in dem Fight. Ich wusste da, dass man die kicken kann, aber ich kam einfach nicht ran. Und ich konnte die nicht anklicken. Aleria hatte so einen fetten Hintern, ja. Booty-Elfe, was ist da los? Dass ich nicht rankam, auch das kann passieren. Und deswegen rechtzeitig versuchen, die zu kicken. Klappt es nicht, woanders hingehen, out of sight ziehen. Und auch dann wird das hier durchgeroffelt. Und wir wissen, beim ersten Run mit 5 Masken pro Woche, pro ID, mittwochs ist Reset, das wissen wir. Da gibt es dann auch 470er-Loot mit Verderbniseffekt. Und auch hier kann man dann so ein bisschen das entsprechende Gear farmen, wunderbar. Heldentat ist auch da, wenn ihr solo beide Visionen schafft, also sowohl Stormwind als auch Orgrimmar, dann bekommt ihr auch noch eine Heldentat, bekommt ihr auch einen Titel. Ich glaube, der Gesichtslose, sehr schöne Sache, sehr schöner Run, ja, der auch gezeigt hat, auch mit kleineren Fehlern kann das laufen. Ruhe bewahren, richtige Items mitnehmen, läuft. War ein bisschen wie so ein Guide heute, ja, mit mehreren Tipps und Co. gar nicht so viel Bullshit-Bingo gespielt. Ich raste ja völlig aus, hoffe, hat euch trotzdem oder genau deswegen gefallen, vor allem denen, die vielleicht auch dabei Stormwind noch ein bisschen strugglen, konnten wir, glaube ich, einen super Einblick gewinnen. Von daher vielen, vielen Dank fürs Einschicken. Auch hier nochmal gezeigt, ne, was für Verderbniseffekte im Negativen, gar kein Problem, alles outsmartet, wunderbar. Und deswegen, ja, vielen Dank fürs Einschicken, vielen Dank fürs Zusehen und Mitmachen, liebe Leute. Bleibt gesund, bleibt sicher, bleibt, wenn es geht, zu Hause und was nicht alles, und habt noch einen schönen Tag. Bis dahin, macht es gut und tschüss.